Hey ho und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Final Fantasy 2. Ja, diese Session wird es definitiv etwas länger gehen als die letzte. Wow. Oh, und ich habe eigentlich vor, jetzt schon mal zum Schloss zu gehen. Wieso fliegen die? Wieso? So wie? Greift mich an. Ich will eure Punkte. Ne, alle angreifen wäre doof. Eure Punkte. Ja, gut. Hier ist das Interessante. Hier gibt es auch schon eine Mechanik drin. Das haben sie aber, glaube ich, nur noch eine Vermutung, erst in den neueren Auflagen gemacht, dass man auch erst die vordere Reihe angreifen muss, damit man überhaupt an die hintere rankommt. Ist allerdings, wie gesagt, nur eine Vermutung. Es könnte ja sein, dass ich jetzt einfach nur zu doof war, es richtig auszuwählen. Ich werde übrigens jetzt am Anfang vom Spiel zumindest noch nicht so viel Zeit mit Training verbringen, weil das hier auch noch nicht, gar nicht so viel Sinn macht, weil die Gegner viel zu wenig Schaden machen. Und man sieht ja, dass es auch so funktioniert. Was ich machen sollte, wäre hier nicht zu weit nach unten zu latschen, weil das könnte tödlich enden. Und vielleicht sollte ich auch von Belvi die Magie aufheben. Weil es könnte sein, dass Belvi nämlich uns des Öfteren heilen muss. Natürlich wäre ich auch sehr stark dafür, dass Belvi mal ordentlich eins auf die Mütze bekommt, damit ihre HP steigen. Das wäre echt gut. Dafür sollte ich sie wahrscheinlich mal nach vorne setzen. La 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 la. Das Final Fantasy dauert übrigens gar nicht so lange, wenn man jetzt nicht so viel Zeit mit Training verbringt. Doch, man kann die hintere Reihe auch angreifen. Ich glaube, das war nur, wenn es so eine Dreierreihe ist, komme ich nicht ganz nach hinten. Ach, ich wollte natürlich auch noch mal einen kleinen Shoutout machen an Light Doublefy, der mich darauf hingewiesen hat, dass im letzten Video so einiges mit der Gestaltung nicht gepasst hat. Gott sei Dank hat er mich im ersten Video darauf hingewiesen und zum Glück hatte ich noch nicht mehr aufgenommen. Aber jetzt passt alles. Die Farbe passt auch. HP ist gestiegen. Ja, von allen ist die HP. Die HP ist gestiegen. Das muss ich. Übrigens ist es sinnvoll, am Kampf zu heilen. Weil ihr wisst schon, Magie und so im Kampf für Level Up. Ich weiß übrigens nicht, die Musik dürfte genau richtig sein. Im letzten Part war sie ein bisschen arg leise. Jetzt habe ich sie mal ein bisschen lauter gestellt und es dürfte so deutlich besser sein. Jetzt muss auf jeden Fall Belvi drankommen. Übrigens ist Vergiften auch sehr gut, weil dadurch die Konstitution schneller steigt. Boi, schön hast du es gemacht, Baby. Schön hast du es gemacht. Hoffentlich steigt deine MP jetzt endlich mal. Aber die MP steigt fast nur, wenn man extrem viel verbraucht hat. Hier Wimmet ist tatsächlich nur so von Soldaten. Wir sollten ihr nicht zu nahe kommen. Okay. Ich weiß allerdings nicht. Ah, ich gehe sofort raus, wenn ich um die Stadtmauer rumlaufen will. Man sollte nicht aus Versehen die Leute anrennen. Das wäre wirklich denkbar schlecht. Allerdings kommen wir, wie man sieht, hier in das ein oder andere Haus rein. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob man hier überhaupt was finden kann. Deswegen lasse ich mich da jetzt einfach mal überraschen. Wenn ihr übrigens möchtet, dass ich die Musik lauter mache, wobei ich es ja mal kurz austesten kann. Moment. So ist die Musik minimal lauter. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Greif mal lieber an. Ja, ihr seht richtig, hier in der Stadt sind auch Monster. Oh Mann, oh Mann. Ja, Fiepsi. Natürlich hört man die Katzen jetzt besser im Hintergrund, da die Musik vom GBA-Spiel etwas leiser ist als alles andere. Unbewaffnet ist gestiegen, das ist geil. So, ich glaube nicht, dass wir hier Rüstungen bekommen oder sowas. Ja, das ist nämlich alles leer, leider. Leider ist das leer. Natürlich gibt es auch in diesem Final Fantasy, wie im ersten auch schon, ab und zu Geheimgänge. Ich habe allerdings keinen blassen Dunst mehr, wo hier welche sein könnten, weil, also bis auf die Story-relevanten, das eine weiß ich zumindest noch. Weil das. Lass mich doch mal wenigstens zu Ende erklären. Weil ich das Spiel nur einmal richtig durchgespielt habe. Ich habe es zwar dann zwischenzeitlich vor. Boah, wann habe ich Final Fantasy 1 gespielt? Vor über einem Jahr. Da habe ich dann kurz drauf mal Final Fantasy 2 angefangen, um zu sehen, ob mir es taugt, dass ich das direkt im Anschluss mache. Hat es mir nicht. Spoiler, Spoiler, Spoiler.
Und da habe ich es dann aber auch nur 5 Stunden oder so gespielt, also nicht wirklich lange. So, und jetzt muss ich hier irgendwie rechts zum Pub. Zum Pub muss ich hin. Ich bin aber. Ach, ich dachte schon, ich wäre gegen den Soldaten gelaufen. Mach mich nicht schwach, Spiel. So, nochmal alle heilen. Komm schon, Belvi. Belvi, Belvi. Oh, oder auch nicht. Jo, Nicht mal der Versuch wird belohnt. Kann ich den hier oben lang? Ja, Tatsache. Aber nicht zu weit nach rechts. Wieso muss man für den Pub eigentlich so weit außen rum? Wieso haben die das gemacht? So, hier drinne darf ich auch keinen berühren. La 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 la. Weil die sofort mit mir kämpfen würden. Hey, hey, hey! Nur der Wirt hinter den Tresen. Lehrt euch euer Imperator denn gar keine Manieren? Prüfen. Oh, ihr gehört zu den Rebellen. Sagt das doch gleich. Hinter der Wand existiert ein schmaler Geheimgang. Im mittleren Raum liegt einer der Euren. Er ist schlimm verwundet. Was ich jetzt mache? Ich habe die Schnauze voll. Übernehmt den Schuppen hier und ich verdufte. Nein! Ja, wahrscheinlich muss er denen auch noch alles kostenlos geben, was richtig ätzend ist. Viel wichtiger als ein Halbtoter im Bett sind natürlich 3 Porschen. Wow. Ihr wollt mich an den Imperator verkaufen. Seid gnädig und tötet mich vorher. Lasst mich in Ehre sterben. Weltrose! Ihr gehört zu den Rebellen. Verzeiht mein schroffes Verhalten. Ich bin Scott, Prinz von Kashyyyk. Ihr seid Prinz Scott? Ich hörte, ihr seid im Kampf gefallen. Ihr lebt also. Oh, wie er die Augen aufreißt. Ja, aber meine Zeit ist bald gekommen. Ich habe eine letzte Bitte. Richtet meinem Bruder Gordon aus, dass er an seinen Stärken glauben soll. Er soll sich keine Vorwürfe machen. Und berichtet dem König von Finn, dass der Verrat des Grafen Borgen Finn zu Fall gebracht hat. Der Graf ist mittlerweile General der imperialen Streitkräfte. Und Hilda, dass ich sie für immer liebe. Nein, wartet, vergesst das eben Gesagte. Die Liebeserklärung eines Sterbenden wird sie nicht glücklich machen. Prinz Scott, wir suchen meinen Bruder Dabi. Ich muss dich enttäuschen. Der Name sagt mir nichts. Hier. Nehmt diesen Ring, er wird euch nützlich sein. Das lange Reden hat mich müde gemacht. Lasst mich ein wenig ausruhen. Und auf wundersame Weise ist sein Körper verschwunden. Bro, Ring erhalten! Die müssen wir, glaube ich, der Prinzessin nur zeigen. Mehr müssen wir damit, glaube ich, gar nicht machen. Yay! Okay, so. Jetzt aber schnell weg hier. Hier können übrigens tatsächlich jederzeit so starke Viecher auftauchen, deswegen sollte ich hier öfters speichern, definitiv. Wow, ich habe schon 31 Minuten gespielt und bin schon so weit in der Story. It's amazing. Hier, bring mal Vita hoch, Baby. You need to be our healer. Und ich werde der Karate-Meister schlechthin. Aber ich weiß gar nicht, ob da wirklich die Intelligenz. Also ich bin es überhaupt nicht gewohnt, dass die so schnell fliehen, die Viecher. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine Prioritäten diesmal nicht auf Training lege und daher nicht die ganze Zeit nur abwarte und Scheiße baue. Man kann übrigens auch tatsächlich. Wille von Baby ist gestiegen, sehr schön. Man kann übrigens auch so trainieren, indem man sich selbst verletzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das im ersten Part gesagt habe. Ja, man kann sich selbst angreifen, man kann sich selbst den Hals umdrehen und kriegt dafür eben die Erfahrungspunkte. Es ist bedauerlich. So, jetzt machst du mal tatsächlich Blitz auf alle. Und mal schauen, wie viele danach noch leben. Ich hoffe natürlich, dass die zwei, die ich jetzt ergreife, erst zuerst platt gehen, bevor sie den Zauber wirkt. Sehr schön. Das ist unglaublich, wie Schaden er macht. Oh. Einer ist wenigstens draufgegangen. Schön. Ey, wie viel Schaden ich mache, ist ja echt nicht heilig. Pew! Hast einen Pfeil ins Gesicht bekommen. Oh,
und es steigt halt nichts. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich weiß nicht. Doch, hier sieht man das. Hier sieht man auf jeden Fall, wie weit Blitz und Vita gelevelt sind. Aber Stärke und sowas haben normalerweise auch eine Prozentanzeige, wie weit es ist mit Steigen. Glaube ich zumindest, dass es auf der Playse so war. Da hattest du halt einen viel besseren Überblick. Da konntest du auch sehen, wann es nicht mehr gebracht hat, dass du irgendwas ausgewählt hast und dann halt erstmal warten musstest, bis du eine bessere Waffe oder so bekommst. Ja, ja. Plang. Yeah, wir sind so toll. Und kriegen keine Level-Ups. Wir sind einfach schon zu inbar für die Gegner. Wie gesagt, hier zu trainieren, es lohnt sich halt auch wirklich nie. Aber ich finde, die Kämpfe sind relativ entspannt. Die Ladezeiten sind halt super kurz vom in den Kampf eintreten. Wow, Baby, was stimmt mit dir nicht? Wieso bist du so schnell? Und ansonsten, ich weiß nicht, es geht, oder? Ausrüstung kaufe ich mir jetzt auch erst in der nächsten Stadt, also spare ich mir mein Geld lieber. Das, was du machen kannst, du kannst deinen Vita-Zauber nochmal hochbringen. Ja, fein. Also, Training geht natürlich Stärke von Bambu. Alter. Die Stärke steigt am schnellsten, je schwieriger man es so gesehen im Kampf hat. Also, natürlich waffenlos am schwersten, aber... Immer nur ein, ey. Mach doch mal mehr Schaden. Los, einer muss wenigstens platt gemacht werden, damit Baby die Chance hat, irgendwas, jawoll, platt zu kriegen. Jetzt ich noch? Nein! Baby, was soll das? Warum zauberst du Blitz? Oh! Schön. Schön! Schön! Bitte wenigstens Intelligenz gestiegen oder so. Blitz ist gestiegen, HP. Wow, Baby wurde nicht einmal angegriffen, aber cool, dass ihre HP steigen, denn mit 20 als Basis, das ist echt wenig. Achso, zuerst mal müssen wir Gordon ansprechen. Oh, ich muss mir eben kurz räuspern, Entschuldigung. Mein Name ist Gordon. Einst war ich Prinz des Königreiches Kashion. Doch heute bin ich nur ein Versager, ein Heuchler. Moment mal, wir haben es doch schon. Prüfen? Nee. Lernen? Nee. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht das Gespräch beenden. Hier, Ring. Der Ring meines Bruders. Ich verstehe. Das waren seine letzten Worte. Ja, scheinbar. Ciao. Warum kann ich eigentlich hier nicht kostenlos übernachten? Ich möchte hier kostenlos bitte übernachten. Wir haben so viele Betten und ich kann hier nicht kostenlos übernachten. Das ist schlimm. Hallo, Prinzessin! Items. Scotts Ring. Er lebt. Seine Kräfte verließen, als er uns den Ring übergab. Ich verstehe. Hat er noch etwas gesagt? Nein, nichts. Prinzessin Hilda, nehmt den Ring in eure Obhut. Nein, Prinz Scott hat ihn euch vermacht. Er soll euch gehören. Ich muss zugeben, dass ich mich in euch getäuscht habe. Immerhin habt ihr Finn infiltriert und seid wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Sagt, seid ihr immer noch bereit, eure Fähigkeiten in meine Dienste zu stellen? Wir benötigen jede Kampfkraft, um das legendäre Metall Mithril zu finden. Lernen, Mithril. Prüfen, Mithril. In der Schlacht um Finn waren unsere Soldaten waffen- und rüstungstechnisch den imperialen Soldaten weit unterlegen. Ihre Waffen sind aus Mithril geschmiedet. Ich beauftragte Josef aus Salamand, Nachforschung anzustellen. Doch seit längerem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Geht nach Salamand und findet heraus, was passiert ist. Minou wird euch begleiten. Okay. Minou? Ich habe die Unterredung verfolgt. Auf diesen Zeitpunkt habe ich gewartet. Um nach Salamand zu gelangen, müssen wir zur Hafenstadt Palu. Benutzt mein Kanu. Das ist eine sehr sanfte Musik. Aber Minou ist dazu gestoßen.
Und wir haben ein Kanu erhalten. Yeah! Wir sind ready. Minou ist gut drauf, sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube, ich gebe ihm aber ein Schild noch. Nee, das Rundschild bringt ihm nicht mal was. Aber, ja. Nee. Das mal außen vor, ist seine Magie ein bisschen knorke. Also, heilungstechnisch haben wir hier einen voll aufgelevelten Weißmagier. Das ist halt schon richtig krass. Übrigens, falls ihr euch gefragt habt, was das hier für komische Charakterbilder sind, die ich hier in der Seite eingefügt habe, das sind die Original-Sprites, die verwendet wurden. Also nicht die Original-Sprites, das ist dieses Concept-Art, was der Zeichner der Final Fantasy-Reihe für, gemalt hat. Und die haben tatsächlich bis heute zum 15er immer noch denselben, wie man unschwer an den Zeichnungen erkennen kann. Ich meine, die sind ja schon... Ja, episch trifft's eigentlich schon. Die sind recht cool. So, jetzt muss ich natürlich mal mit dem Schmied hier reden. Schmied? Schmied? Prüfen Mithril. Ein kleiner Klumpen Mithril würde schon reichen. Eieiei. Oh, seine Augen sind gruselig. Oh. Warte mal, ich habe den Feuerzauber noch gar nicht. Ich dachte, ich finde den irgendwo. Vielleicht finde ich ihn auch nochmal. Aber ich habe den Feuer einfach noch nicht. So. Ich habe ja... Ich brauche auch kein zweites Mal Vita, solange ich Minou drin habe. Das ist sehr praktisch. Falscher Knopf. Feuergrimoire, Belly. So, nachdem sie Blitz nämlich schon auf Level 2 hat. Irgendwann steigern sich die Zauber logischerweise. Die Grafik auch besser und alles. So, und oh, seht mal, ich kann das Kanu benutzen. Und oh, das Kanu, oh, ist das süß. So. Nein! Ah, sehr gut. Das sind noch die schwachen Gegner. Minou kann ich eigentlich nur scheiße machen lassen. Weil er echt unwichtig ist. Schützt vor Spezialattacken. Weil es ist mir wichtiger, dass ich meine Leute level als Minou. Minou ist einfach zu imbar gerade. Bam! Oh yeah, schnell weg hier, ja. Sie seht euch vor, der mächtige Minou ist da. Und nichts steigt. Minou ist einfach zu heftig. Ihr wart nach Poft? Nö, da laufe ich, wenn dann hin. Da ist nur ein Itemladen. Was sagst du mir? Mit dem Chef kommt ihr nach Poft? Alles klar, da ist nur ein Inn, das brauche ich nicht. Geht's hier aus der Stadt raus? Oder was ist der Tatsache? Wo ist der Rüstungsladen? Da! Waffen, Waffen, Waffen! So, Dolch? Nö, Keule? Nein, Axt? Nein, Bogen? Oh, toll. Nur Standardgedöns. Naja, das kommt alles noch. Das hat einen relativ sanften Anfang, nenne ich es jetzt mal, mit den Waffen. Willkommen in unserer kleinen Hafenstadt Palum. Hier oben steht der Typ, der mich willkommen heißt? What the hell? So, Rüstung. Sollte ich jetzt definitiv vorsorgen? Ich kann überhaupt nicht genug kaufen. Das ist überhaupt der Witz. Lass mich mal was verkaufen. Und zwar das Rundschild und das Breitschwert. Und den Wams. So. Jetzt kann ich mir wenigstens noch einen Bronzehelm leisten. Den Rest kaufe ich oben in der nächsten Stadt, weil da gibt es nämlich 1:1 dasselbe. Traurigerweise. Und solange ich Minou drin habe, muss ich nicht so akribisch auf die Verteidigung achten. Zumal die Gegner, die jetzt kommen, nicht so krass stark sind. Okay, ja, Minou muss halt ein bisschen so aushalten. Aber der hat eh so viele Leben. Wer bist du denn? Dies ist die Stadt der Freiheit, Palum. Lass euch doch auch hier nieder. Scheiße, ich glaube, ich kann hier neue Magie kaufen. Wichtige Magie? Vita, Blink, Protes, Schutz. Brauche ich alles noch nicht, weil ich Minou drin habe.